5. Batterie, Artillerieregiment 31, Frankreich 1940, Teil 4. Mittwoch, 29. Mai. Heute Morgen hat der Feindbeschuss völlig aufgehört. Hallebeke und Witscheite, so heißen die beiden Dörfer jenseits des Bahndamms, sind in der Hand unserer Infanterie. Als um 11.20 Uhr der Befehl zum Stellungswechsel eintrifft, haben wir noch 4 Schuss in den Rohren. Wir feuern sie auf den Berg Kemmel ab, ohne zu wissen, dass es die letzten von uns in Belgien abgegebenen Schüsse sind. Und dann ziehen wir wieder in langer Kolonne nach Westen. Bahndamm und Yser-Kanal, so ist sein Name, liegen schon hinter uns. Keine Detonation ist mehr zu hören. Höher hebt sich der umkämpfte Berg vor uns empor. Da, auf seinem Turm flattert deutlich sichtbar eine Hakenkreuzfahne. Auch der Berg Kemmel selbst ist unser. Scharen von gefangenen Engländern begegnen uns. Kaum, dass sie sich noch auf den Beinen halten können. Ihre Verwundeten schleppen sie mühsam auf ausgehängten Türen mit sich. Eben legen sie einen blassen Gesellen zur Erde nieder, stellen sich schweigend im Kreis umher, nehmen die Helme ab zum Gebet. Einer ihrer Kameraden hat die Augen für immer geschlossen. Nun biegt die Straße nach Nordwesten ab. Zur Rechten öffnet sich eine sanfte Mulde und wie von einem Traumbild ergriffen, blicken wir hinüber nach Ypern, der Fernstadt mit ihrer weiß schimmernden Kathedrale. Ypern, Kemmel. Kampflos ziehen wir zwischen ihnen dahin. Auf regellose Flucht deutet alles, was unsere Augen erblicken. Zerschossene und verbrannte Panzerwagen, noch geladene Packs, stehengebliebene Lastwagen und Tote links und rechts. Auf einem Gutshof halten wir in herrlichstem Sonnenschein Mittagsrast. Um 17 Uhr geht der Vormarsch weiter. Detonationen sind bald wieder hörbar. Bei Poperin ziehen wir gegen 20 Uhr Ruhequartier. Infanteriegefechtslärm schlägt aus wenigen hundert Metern Entfernung zu uns herüber. Ist die Schlacht in Flandern noch nicht zu Ende? Suchen versprengte Feindtruppen durchzubrechen? Für unsere Batterie scheint jedenfalls der Einsatz fürs nächste beendet, denn während die verstärkte Wache ihren Rundgang antritt, müssen bereits 3 Mann auf der Wiese nebenan eine halbe Stunde nachexerzieren. Die Nacht bringt keine Zwischenfälle. Nur Feindflugzeuge kreisen über uns und werfen Leuchtbomben. Donnerstag, 30. Mai. Um 11:30 Uhr erscheint unser Abteilungskommandeur Hauptmann Köhler zum Appell. Er erklärt unseren Einsatz im Rahmen der 31. Division für vorläufig beendet. Der Feind, Engländer, Franzosen, Belgier, ist zerschlagen und wird in diesen Tagen, soweit er nicht gefangen wurde, vernichtet. Diese vorzüglichen Leistungen der 2. Abteilung haben während des Vormarsches der Infanterie wertvollste Dienste geleistet. Als Brennpunkte unserer Einsätze werden unvergesslich sein die Übergänge über die Deil, Dender, Schelde und Luce. Am Luce ermöglichte das gut liegende Feuer der 2. Abteilung einem Bataillon des Infanterieregiments 17 als einzige Einheit den Übergang, wodurch der weitere Vormarsch des gesamten Armeekorps ermöglicht wurde. Ein einziges Lob der Artillerie nannte der Divisionskommandeur den belgischen Feldzug. Im Großen gesehen bildet unsere 31. Division die Spitze eines von unserem Korps gebildeten Keils, der den großen flanderischen Kessel zu durchbrechen hatte. Wie schmal dieser Keil war, geht daraus hervor, dass wir durch feindliche Artillerie von den Flanken, ja sogar von hinten beschossen wurden. Wie groß aber der Vorwärtsdrang war, zeigt die Überwindung von 10 Flussläufen auf im Kampf erstellten Notbrücken. Die weitere Verwendung des Regiments steht noch nicht endgültig fest. Zu vermuten ist jedoch der Einsatz in Richtung Paris zur vollständigen Niederwerfung des Restes der französischen Armee. Das Eiserne Kreuz 2. Klasse überreicht der Kommandeur an Wachtmeister Lichtenfeld und Gefreiten Knoche, an den ersten wegen seiner vorbildlichen Pflichterfüllung und seines Einsatzes auf der B-Stelle, an den zweiten wegen seiner Bewährung als Funker beim vorgeschobenen Beobachter. Freitag, 31. Mai. 2. Ruhetag. Vormittags und abends starke deutsche Fliegertätigkeit, vermutlich zur Kontrolle unseres Luftgebietes und zur völligen Vernichtung der sich zurückziehenden Reste
des englischen Expeditionskorps. Geschützdonner ist von Nordwesten her hörbar. Deutsche Batterien beschießen Dünkirchen, welches von den Engländern als Rückzugsbasis noch hartnäckig gehalten wird. 60 englische Schiffe sollen vorgestern im Kanal versenkt worden sein. Die englische Luftwaffe hat gestern angeblich unsere ebenfalls in Ruhe befindliche 18. Division erheblich zugesetzt. Deshalb heute Tarnung sämtlicher Fahrzeuge. Ein im Nachbargehöft liegender Infanterieregimentsstab legt sogar Luftschutzgräben an. Wir können nur vereinzelt englische Bomber aus der Ferne beobachten. Die deutsche Flak setzt mit kräftigem Feuer ein. In der Nacht kreisen Engländer über uns und werfen Leuchtbomben. Samstag, 1. Juni. Schon in der Früh um 6 Uhr überfliegen uns 60 deutsche Stukas in Richtung Dünkirchen. Weitere 60 folgen zwischen 9 und 10 Uhr. Um 10.30 Uhr findet für die gesamte 2. Abteilung ein Platzkonzert des Regiments Trompeterkorps statt. Um 15 Uhr wird der auf 19 Uhr lautende Abmarschbefehl, also Richtung Frankreich, bekannt gegeben. 19.30 Uhr stehen wir immer noch angespannt marschbereit. 20 Uhr werden die Pferde wieder ausgeschirrt, die Fahrzeuge getarnt. Wie lange sollen wir hier noch still liegen? Der Führer soll heute auf dem Kemmelberg gewesen sein. Andere Kameraden berichten, er sei auf der Hauptstraße nahe unserer Ruhestellung vorbeigefahren. Niemand weiß genaues zu berichten. Sonntag, 2. Juni. Weil heute Sonntag ist, wird eine Stunde lang Fußdienst gemacht. Der Geschützdonner vor uns hat im Laufe des Vormittags aufgehört. Haben sich die Engländer endlich ergeben? Um 19 Uhr wird er auf morgen früh 6 Uhr lautende Marschbefehl bekannt gegeben. Ausgabe von Wein, also eine große Flasche für je 2 Mann. Die Nacht wird dementsprechend unruhig. Montag, 3. Juni. Um 6 Uhr marschieren wir in südöstlicher Richtung ab. Um 8.15 Uhr überschreiten wir im Ort Mont-Noir die belgisch-französische Grenze. Wir passieren eine mindestens 3 Kilometer tiefe Festungslinie mit Panzerkuppeln, Drahtverhauen und Deckungsgräben. Die Stellung scheint kampflos aufgegeben worden zu sein. Die von uns bald erreichte Stadt, Bailleul, zeigt verheerende Spuren einer Bombardierung durch Stukas. Einzelne Bombeneinschläge haben ganze Häuserkomplexe niedergelegt. Hinter Bailleul marschieren wir kilometerweit durch unübersehbare Mengen von feindlichen Geschützen aller Kaliber, Panzerwagen, Kraftfahrzeuge, Ausrüstungsgegenstände und Kleidungsstücke. Es hat den Anschein, als seien auf dem Rückzug befindliche starke Truppenverbände überraschend von unseren Panzern gestellt und vernichtet worden. Um 16 Uhr beziehen wir Strohquartiere im Ort Gros-Barbet und Stukas überfliegen uns mit südlichem Kurs. Morgen früh 6 Uhr steht die Batterie marschbereit. Dienstag, 4. Juni. Der Abmarsch wurde auf 4 Uhr vorverlegt. Auch die Marschrichtung soll plötzlich geändert worden sein. Angeblich geht es jetzt der Küste zu. 5 Uhr. Wir marschieren in westliche Richtung. 8 Uhr. Es geht jetzt genau nach Norden auf Dünkirchen zu. 10.30 Uhr. Nach weiterem Marsch in nördliche Richtung zweigen wir zur Rast seitlich nach einem Gutshof ab. Der Marsch führt hart nördlich der Bethune vorbei, dann über Hobeck und Hasebeck. Dabei überqueren wir auf Notbrücken zuerst den Lys-Seitenkanal, dann den Lys selbst. Die Dörfer und Städte zeigen verheerende Spuren des Kampfes. Granateinschläge sind nur selten festzustellen, aber riesenhafte Feuersbrünste haben alles Brennbare zerstört. Am Wege viele Soldatengräber, liebevoll gepflegtes für gefallene SS-Männer und daneben die nur flüchtig angelegten Gruben toter Engländer. Zum ersten Male sehen wir deutsche Panzer am Wege liegen, aber noch viel mehr englische daneben. Unsere 31. Division untersteht jetzt dem 1. Armeekorps und bildet mit diesem die Heeresgruppenreserve. Aller Wahrscheinlichkeit nach kommt für uns ein Einsatz am äußersten rechten Flügel in Frage. Der weitere Marsch führt über Beuseheng und Arrier nach dem Gutshof La Jumelle bei Airy, wo wir Nachtquartiere beziehen. Der gestrige Wehrmachtsbericht lässt die künftigen Ereignisse vorausahnen. Pariser Flugplätze wurden durch deutsche Flugzeuge aller Gattungen bombardiert. Dabei wurden 300 bis 400 französische Apparate am Boden zerstört. 104 Flugzeuge wurden im Luftkampf, 21 durch deutsche Flakartillerie abgeschossen.
Diesen Erfolgen steht der Verlust von 9 Flugzeugen gegenüber. In Dünkirchen toben noch heftige Straßenkämpfe zwischen Deutschen und den hartnäckig kämpfenden französischen Truppen, welche den Rückzug der Engländer decken. Die französische Luftwaffe setzte die Bombardierung deutscher, holländischer und belgischer Städte fort. Mehrere Bomber wurden dabei durch deutsche Nachtjäger abgeschossen. Mittwoch, 5. Juni. Eine Meldung besagt, dass seit dem 10. Mai 1,2 Millionen Gefangene in unsere Hände gefallen sind. Die Verluste des Feldzuges in Holland, Belgien und Frankreich bis zum heutigen Tage werden wie folgt angegeben. 10.000 Tote, 40.000 Verwundete, 8.000 Vermisste. Die Zahl der abgeschossenen oder am Boden vernichteten Feindflugzeuge beträgt bereits mehr als 3.000 Stück. An dieser Stelle mögen auch die im Verhältnis zu den erreichten lächerlich geringen Verlusten unserer eigenen Batterie angegeben werden. 4 Kameraden sind durch Verwundungen ausgefallen. Außerdem verloren wir durch feindliches Feuer 78 Pferde. Heute ist Ruhetag. Nachsehen der Pferde. Fahrzeuge und Waffenappell. Immer noch genießen wir das herrliche Wetter, welches uns, von verschwindenden Annahmen abgesehen, seit Beginn des Feldzuges begleitet. 18 Uhr, Marschbereitschaft. In südwestlicher Richtung geht es weiter. Donnerstag, 6. Juni. Um 5 Uhr früh sind wir an einem kleinen Ort zur Ruhe übergegangen. Auf kurzem Schlummer folgt rege Tätigkeit. In einem Gutshof rekurrieren wir Hafer. Der Bauer, ein ausgesprochen frecher Geizhals, muss durch Drohung erst gefügig gemacht werden. Als Dolmetscher, der ich seit gestern bin, habe ich ihm im Auftrag des Chefs das Nötige über Kriegsschuld und Kriegsrecht zu sagen. Seltsam, während des nächtlichen Marsches können wir keine Spur vom Krieg entdecken. Nach Aussagen von Einwohnern haben sich französische Truppen überhaupt nicht in dieser Gegend aufgehalten. Deutsche nachstoßende Einheiten rücken kampflos vor. Die Franzosen sollen sich überdies schon wieder zurückgezogen haben. Wie lange wohl unser Marsch hinter der kämpfenden Truppe her noch dauern wird? 13 Uhr. Abmarsch. Im Obstgarten eines kleinen Dorfes machen wir Quartier. Die französische Luftwaffe scheint durch die deutschen Angriffe der letzten Tage vollends lahmgelegt worden zu sein. Nicht ein einziges Mal sichten wir auf dem Marsch Feindflugzeuge, dafür aber mehrere Staffeln deutscher Bomber. In einem anderen Ort erfahren wir durch die dort liegenden Landesschützen, dass während der vergangenen Nacht in der Umgebung vereinzelt Bomben abgeworfen wurden. Der Wehrmachtsbericht besagt, 140 französische Flugzeuge vernichtet. Auf weigernder Linie im Zuge der am 5. Juni um 12 Uhr begonnenen Offensive stellenweise schon durchbrochen. Verminung der italienischen Küstengebiete als Schutz gegen Angriffe. Bombardierung englischer Flugplätze an der Ostküste und in Mittelengland. Freitag, 7. Juni, 8 Uhr, Abmarsch. In der vergangenen Nacht statteten uns 2 französische Bomber einen Besuch ab. Mehrere Bombenabwürfe in der Nähe unseres Nachtquartiers wurden von mir beobachtet. Bei uns selbst keinerlei Zwischenfall. Während der Mittagspause erscheinen wieder französische Bomber über uns, ohne jedoch abzuwerfen. Jäger eines ganz in der Nähe befindlichen Fliegerhorstes machen sich an die Verfolgung. Nachmittag geht's weiter in Richtung Abbeville. Die Stadt, welche wir nach mehrstündigem Marsch erreichen, ist völlig von deutschen Bomben und Artillerie zerstört. Es ist das schlimmste Bild der Vernichtung, welches uns bisher begegnete. Kilometerweit vor der Stadt liegen Leichen von Pferden und schwarzen Soldaten am Straßenrand. Ein unermesslicher Gestank, der in der Hitze grässlich aufgedunsenen Kadaver, schlägt uns entgegen. Es hat ganz den Anschein, als sei die im vollen Rückzug begriffene Armee von Artillerie und Bombern gemeinsam angegriffen worden. Davon zeugen die bis zu 5 Meter tiefen Bombentrichter in den Dörfern und die Länge der Straße oft schnurgerade aufgereihten Granateinschläge. Davon zeugen auch die zerschossenen Panzerwagen, die umgestürzten Kraftfahrzeuge, die zurückgelassenen Geschütze und die 10 auf dem Flugplatz Abbeville vorgefundenen zerstörten Flugzeuge. Um 21 Uhr beziehen wir in einem Obstgarten etliche Kilometer südlich Abbeville Nachtquartier. Wie erwartet erscheinen wieder 3 bis 4 feindliche Bomber und werfen in größeren Abständen fast die ganze Nacht über ihren Segen ab. Bei uns wird kein Schaden angerichtet. Die deutsche Luftwaffe begleitete uns heute wieder mit Jägern und Bombern auf Schritt und Tritt.
Deutsche Jäger vertrieben vor unseren Augen mehrere Feindflugzeuge, welche vermutlich die Sommerbrücke in Abbeville bombardieren sollten. In der einsetzenden Abenddämmerung flogen noch 30 unserer Bomber nach Süden. Samstag, 8. Juni. 6 Uhr wecken, 8 Uhr Abmarsch in südlicher Richtung. 11 Uhr Rast. Auf dem ganzen Weg begegnen wir kaum noch Spuren des Krieges. Wie gerüchteweise verlautet, sollen wir seit 10 Uhr für einen um 12 Uhr beginnenden Angriff bereitstehen. Aber erst um 11.30 Uhr erreichen wir den angeblichen Bereitstellungsort. Um 11.30 Uhr ist immer noch nichts von einem bevorstehenden Abmarsch zu merken. Hat sich der Feind schon wieder zurückgezogen und damit den Gedanken einer Verteidigung an Somme und Aisienne aufgegeben? Nachmittags Weitermarsch. Wir kommen der Front wieder hörbar nahe. Bei einem Dorf geht es dann endlich in Feuerstellung. Eben haben wir uns dort eingerichtet, da erscheinen drei französische Bomber am östlichen Horizont, dahinter drei weitere und immer noch weitere. Wir zählen schließlich derer 15. Die deutsche Flak ballert wild und erfolglos. Gespannt sitze ich am Zwillings-MG und beobachte. Wenn nun die Mehrzahl der Bomber mit Kurs nach Westen weiterfliegt, drehen drei Flugzeuge ab und fliegen rückwärts in etwa 20 Meter Höhe auf die Stellung unserer schweren Flak zu. Ihre MG-Gaben singen dicht an unsere Ohren vorbei. Unmittelbar hinter dem Feinden, aber flitzen urplötzlich, kein Mensch sah sich kommen, drei Messerschmitt über uns dahin. Einer der Jäger drückt einen Franzosen dicht an die Erde herab. Ich versuche mit dem NG einzugreifen. Wieder einmal Hemmung. Es ist zum Verzweifeln. Auch einen zweiten, wenige hundert Meter weiter rechts vorbeisausenden Bomber kann ich deshalb nicht unter Feuer nehmen. Unmittelbar hinter dem von einer nahen Buschreihe gebildeten Horizont erfolgt nun plötzlich eine Detonation. Eine hohe Rauchsäule wird sichtbar. Eines der Feindflugzeuge ist beim Aufprall auf den Erdboden in Flammen aufgegangen. Wir haben nun den Abzug des Zwillings-MGs auseinandergenommen und so repariert, dass wir uns in Zukunft hoffentlich auch ohne die Hilfe des stets versagenden Waffenmeisters auf die Spritze verlassen können, als plötzlich von Norden her aus großer Höhe wieder Motorengeräusch hörbar wird. Wir beobachten. Da sind sie schon, Hermanns Silbervögel. 3, 6, 9, 27 Stukas. Ihr Kurs geht nach Süden. Plötzlich drehen sie nach Osten ab, kreisen über dem ostwärts von uns befindlichen Waldhorizont. Nun setzt der erste zum Sturzflug an. Dicht über dem Wald fängt er sich ab, steigt in die Höhe, fliegt geradeaus weiter. Die nächsten folgen. Sprengwolken zeugen von der gewaltigen Wirkung. Feindlicher Seite antwortet kein MG, kein Flakgeschütz. Als unsere Vögel nach 10 Minuten hintereinander wieder abfliegen, stehen dicke Rauchschwaden über dem ganzen Horizont. Weiß Gott, was da drüben alles vernichtet worden ist. Sonntag, 9. Juni. Über die Ereignisse des gestrigen Tages ist Folgendes festzuhalten. Die 3. Kompanie Infanterieregiment 17 hatte den Auftrag, im Rahmen eines Großangriffes das Tal der Brisley von der nordostlichen Seite aus bis zu einem jenseits des Flusses verlaufenden Eisenbahndammes zu nehmen. Die 2. Abteilung, Artillerieregiment 31, konnte infolge tadellosen Arbeitens der Feuerstellung und der am Vorderhang der Höhen befindlichen Beobachtungsstellen so wirksame Feuerunterstützung bieten, dass die Infanterie nicht nur Fluss- und Eisenbahnlinie in einem Anlauf nahm, sondern auch gleich bis zur Höhe des Mont Faucon, eines an seiner Vorderseite unbewaldeten Berges, vorbeistieß. Um 22 Uhr war der Berg in deutscher Hand. Der siegreiche Tag kostete dem Infanterieregiment 17 2 Tote und 21 Verwundete. Heute haben sich die Franzosen weit zurückgezogen. Unser vorgeschobener Wachmeister Rühl bricht schon beim Morgengrauen auf, um mit dem Feind in Fühlung zu bleiben. Den Wald auf der Höhe des Mont Faucon findet er menschenleer. Nur von seinem Funker gefolgt, durchstreift er mit schussbereiter Pistole den Wald. Endlich der Waldrand. Ein Dorf zeigt sich in der Nähe. Ein alter französischer Bauer, scheinbar der einzig zurückgebliebene Einwohner, flüchtet sich beim Erscheinen der beiden Soldaten ins nächste Haus. Wieder aufgefunden, erklärt er, noch keinen Deutschen im Dorfe gesehen zu haben. Was bleibt anderes übrig als warten? Nach einer halben Stunde sichtet Wachmeister Rühl vom Ortseingang aus den ersten Infanteriespähtrupp,
den er nur durch wiederholte Zeichen langsam davon überzeugen kann, dass zwei Artilleristen längst von dem Dorf Besitz ergriffen haben. Unser Marsch führt durch das gestern von uns unter Feuer genommene Gebiet. Wir staunen selbst über die Exaktheit der teilweise wie an einer Schnur aufgereihten Einschläge. Der Übergang über die Brisley wird für unsere Pferde zu einem erfrischenden Bad. Die Notbrücken sind noch nicht fertiggestellt. Vorwärts aber muss es gehen, sollen wir doch als Vorausbatterie eingesetzt werden. Wir marschieren also mit Ross und Wagen geradewegs durch den in einer Breite von 50 Meter, etwa Meter tiefen, schilfbestandenen Flusslauf. Weiter geht es nach Prémont, wo wir gegen 21 Uhr in einem Obstgarten Nachtquartier beziehen. Kurze Zeit lagen wir während des Tages zur Sicherung des Vormarsches der anderen Batterien in Feuerstellung, ohne jedoch einen Schuss abzugeben. Feindliche Artillerietätigkeit ist überhaupt nicht festzustellen. Wie im tiefen Frieden liegen Felder und Dörfer um uns. Nur an den zerbrochenen Haustüren und der durch die Fenster zu erblickenden Unordnung in den Wohnräumen erkennt man, dass der Soldat Herr des Landes ist. Vor Prémont, wo wir die Nacht verbringen, wird noch gekämpft. Als wir schon nach Genuss von Wein und Sekt zur Ruhe übergehen, wird durch ein Unteroffizier des neben uns liegenden Stabes die erfolgte Gefangennahme von 60 Franzosen bekannt. Die beiden MGs übernehmen daraufhin die Flankensicherung. Aber nichts rührt sich während der Nacht. Selbst unsere gewohnten Besucher, die französischen Bomber, bleiben aus. Montag, 10. Juni. Weiter Marsch. Das große Tagesereignis ist Italiens Eintritt in den Krieg. Heute um 16.30 Uhr hat Mussolini dem französischen und dem englischen Botschafter von dem beginnenden Kriegszustand Mitteilung gemacht. Dieses erst nur gerüchteweise verlautete Ereignis wird uns zur Gewissheit, dass wir um 24 Uhr die Nachrichten des drahtlosen Dienstes am B-Wagen abhören. Die Franzosen belügen sich seltsamerweise bis zur letzten Stunde. Renault spricht noch immer davon, dass die Armee in siegesreichen Gefechten nach rückwärts manövriere und der französische Rundfunk verbreitet die Behauptung, Italien würde für das kriegsführende Deutschland nur eine Belastung darstellen. Eine weitere bedeutende Nachricht: Norwegen hat kapituliert. Dienstag, 11. Juni. Wir sind nun Stoßbatterie. Erst in westlicher, dann in nördlicher Richtung geht es weiter. Die Verbindung mit dem Feinde ist völlig verloren gegangen. Unsere Marschroute deutet darauf hin, dass wir ihm den Weg zur See nach Le Havre abschneiden sollen. Zwei links unserer Vormarschstraße beobachteten Artillerieeinschläge geben zu vielem Rätselraten Anlass. Seit gestern begegnen wir wieder vielen Flüchtlingen, welche zu Fuß, zu Fahrrad, auf dem Wagen oder im Auto zu ihren alten Wohnsitzen zurückfahren. Nachmittags Weitermarsch in nördlicher Richtung, also gerade auf die Küste zu. In einem Dorf beziehen wir Nachtquartier. Das Meer liegt nur noch 5 Kilometer entfernt. Vor uns wird noch heftig gekämpft. Der Vorgang von Dünkirchen scheint sich hier in kleinerem Maß zu wiederholen. Abgeschnittene Feindtruppen werden beim Versuch einer Einschiffung zum größten Teil gefangen oder vernichtet. Ja, so Leute, leider enden die Aufzeichnungen des Soldaten hier. Also es gibt keine weiteren Aufzeichnungen. Sicherlich hat er noch was geschrieben, aber es ist nicht bis hier, hat die Zeit nicht überlebt. Auf jeden Fall wissen wir ja, was dann passiert ist mit Dünkirchen und wie die Engländer dann noch alle weggekommen sind und wie der Westfeldzug später beendet wurde. Aber das war jetzt erstmal der Abschnitt des Artillerieregimentes 31 im Westfeldzug.